dann darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Also zunächst einmal an die Gäste und auch an die bei uns hier mit am Tisch vorne sitzen und Sie eben auch im Raum, dass Sie den Weg gefunden haben bei diesem schönen Wetter an einem Sonntag um 14 Uhr nach Eisenhüttenstadt, hier in den Motorjachthafen Eisenhüttenstadt. Wir freuen uns ja hier zu sein. Wir bedanken uns beim Hafenmeister, aber auch bei Michael Reh, der hier selber auch Mitglied im Verein ist, dass wir eben zu dem Thema Tourismus zumindest in einer Situation sitzen, in der man im Hintergrund erkennen kann, dass wir hier an einer Wasserlage sind, im Hafen eben nah am Kanal gelegen, der dann wiederum auf die Oder führt, weil das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist beim Stichwort Tourismus, die Natur und vor allen Dingen auch das Wasser, nicht nur, und da werden wir heute drüber sprechen. Ich freue mich, dass wir drei wunderbare Gäste haben, mit denen wir zum Thema Tourismus sprechen können. Vielleicht vorneweg nochmal, das ist natürlich nicht zu vergessen, diese Veranstaltung findet statt im Rahmen von unserer Sonderausstellung. Die haben Sie vielleicht schon gesehen oder schon gehört. Ohne Ende Anfang zur Transformation der sozialistischen Stadt. Das ist eine Sonderausstellung, die wir Museum Utopie und Alltag, also viele kennen das unter dem Namen Dokumentationszentrum, seit letztem Jahr schon präsentieren und wo es darum geht, sowohl die besondere Geschichte der Stadt als Planstadt, Modellstadt der DDR zu beleuchten, aber vor allen Dingen auch zu gucken, was passiert eigentlich in den 90er Jahren in einer Transformation in einer Stadt, die dann auch starke Schrumpfung zu verzeichnen hat. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten und auch mit den Besuchern unserer Ausstellung und mit den Gästen unserer Veranstaltung wollen wir so ein paar Themen antippen und andiskutieren, die wichtig sind für die Gegenwart, aber auch für zukünftige Entwicklungen. Und Tourismus spielt natürlich da eine große Rolle, eine entscheidende Rolle, weil wir sowohl in Eisenhüttenstadt, aber auch in Frankfurt-Oder, überhaupt in der gesamten Region oder Spree natürlich eine sehr touristische Gegend sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich darf gleich zuallererst die Expertin zum Thema vorstellen, Ellen Rußig, Geschäftsführerin von Seenland Oder Spree. Von ihr werden wir, glaube ich, wäre sehr schön, heute harte Fakten zum Thema Tourismus im Seenland zu erfahren. Dann gleich neben mir sitzt Sören Bollmann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, aus Frankfurt-Oder angereist. Er ist Leiter des Frankfurt-Slubitzer Kooperationszentrums und Bildungsbüros und Referent für internationale Zusammenarbeit. Und Sie sind maßgeblich eben auch beteiligt an der Bewerbung Frankfurt-Oders um das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Ein Riesenthema, was wir heute auch noch mal beleuchten werden, weil der Tourismus dort auch eine zentrale Rolle spielen wird, soll und genau diese Themen. Und neben mir Michael Reh, Bereichsleiter Stadtentwicklung, Stadtumbau der Stadt Eisenhüttenstadt und Mitglied im Motorjacht-Club Eisenhüttenstadt e.V. Und insofern auch ein wichtiger Ansprechpartner, was natürlich auch den Tourismus betrifft, aber vor allen Dingen auch, was die Entwicklung am Kanal und an der Wasserlage Eisenhüttenstadt betrifft, die eben auch für die zukünftige Entwicklung der Stadt sehr wichtig sind. Ich sprach es schon mehrfach an. Wir sind hier im Motorjachtclub. Wir danken natürlich ganz herzlich nochmal an dieser Stelle den Hafenmeister. Und vielleicht sehen wir auch nachher im Hintergrund noch ein Schiff vorbeikommen. Das wäre sehr schön. Zum Thema Wasserlage und reizvolle Natur vielleicht vorneweg der Hinweis darauf, dass das Tourismusmarketing Brandenburg vor langer Zeit schon, aber auch immer aktualisiert, eine Studie herausgegeben hat, um zu analysieren, wer macht denn eigentlich Urlaub in Brandenburg? Wer ist das eigentlich und was suchen diese Urlauber und Touristen hier in Brandenburg? Und da steht an Platz Nummer 1, man möchte in die Natur, in die Landschaft, aufs Wasser, aufs Land, in die Wälder. Das ist erstmal der erste Punkt, den man sucht, vielleicht als Berliner oder auch von anderen Orts. Und auch Eisenhüttenstadt als Stadt hat diese potenzielle Naturregion erkannt für sich. In der Natur, auf den Radwegen und auf dem Wasser. Der Tourismusverein, Sie können mich auch gerne ergänzen, er ist nämlich heute auch zu Gast oder korrigieren auch gerne,
schreibt dazu, die Lage der Stadt am Oder-Spree-Kanal sowie an der Oder bietet nicht nur eine unmittelbare Anbindung an das europäische Wasserstraßennetz, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für den Wassertourismus. Also hier ist auch ganz zentral die reizvolle Lage, unweit des Schlaubetals, an der Oder, am Kanal und so weiter, spielt eine wichtige Rolle für den Tourismus in Eisenhüttenstadt. Und die Entwicklung am Kanal ist auch ein zentrales Kapitel im integrierten Stadtentwicklungskonzept. Klingt etwas schwierig, aber das ist im Grunde die Planungsgrundlage für den Stadtumbau und die Stadtentwicklung an sich in Eisenhüttenstadt. Und dort gibt es eben ein Kapitel, was sich nur mit der Entwicklung am Kanal beschäftigt. Aber das Thema Tourismus ist natürlich nicht erschöpft zum Thema Natur oder es erschöpft sich nicht in dem Reiseziel Natur, sondern es geht vor allen Dingen natürlich auch um die Kultur. Denn gleich nach dem Aufenthalt, so diese Studie der TMB, in der Natur steht der Besuch kultureller und historischer Sehenswürdigkeiten an Platz 2 der touristischen Beliebtheitsskala, laut eben dieser Studie. Insbesondere für Eisenhüttenstadt, aber sicherlich auch für Frankfurt-Oder. Das ist spannend, eben zu gucken, inwiefern es da auch Parallelitäten gibt oder Parallelen gibt. Stellt sich also die Frage, wie diese zwei starken Pole, Naturerlebnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kulturerlebnis, Geschichtserlebnis, wie die miteinander verbunden werden können. Das ist dann toll, darüber wollen wir heute sprechen. Welche Ansätze gibt es dazu und vielleicht auch welche Potenziale gibt es noch, die es erst noch zu aktivieren gilt. Vielleicht sind schon alle aktiviert, aber vielleicht gibt es eben noch mehr. Genau, das vielleicht vorneweg zur Einordnung. Dann würde ich gleich an Frau Rußig übergeben als Expertin für Tourismus. Inwiefern denn diese Studie oder diese Einschätzung vom Tourismusmarketing Brandenburg tatsächlich zutreffend ist? Was ist die Motivationslage der Touristen, die ins Seenland oder Spree kommen? Woher kommen die eigentlich? Wie kommen die eigentlich her? Vielleicht könnten Sie uns so ein allgemeines Überblick darüber geben, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben, wenn wir über den Tourismus bei uns sprechen. Wir haben ja die Studie gemeinsam gemacht, weil wir haben ja 500 Gäste direkt befragt damals zu der Studie. Wir machen das natürlich regelmäßig. Wir haben natürlich jetzt im Tourismus alle zwei schwere, und Sie wissen es ja selbst, zwei schwere Jahre hinter uns. Durch Corona sind in den letzten zwei Jahren Dinge einfach nicht gewesen, wie sie davor waren. Aber da ist ja der Tourismus nicht allein. Wir haben, deshalb möchte ich mich auf Zahlen einfach jetzt vor Corona beziehen, weil wir hatten im vergangenen Jahr ja Schließzeiten in Hotels und Pensionen, Gastronomie konnte nicht besucht werden. Auf der anderen Seite hatten wir einen starken Ausflugsdruck aus Berlin heraus, der stärker war als in den Jahren zuvor. Also wir hatten vor Corona, also ich sage im Jahr 2019, hatten wir 2,2 Millionen Übernachtungen in der Region. Also vielleicht zum Seenland Oder Spree gehören ja die Landkreise Oder Spree, die Stadt Frankfurt-Oder und der Landkreis Märkisch-Oderland. Also die Fläche ist von im Norden der nördlichste Punkt Bad Freienwalde. Mhm. Unser südlichster Punkt ist so die Oder-Neiße-Mündung, sag ich mal, südlich von Neuzelle. Wir grenzen im Westen an die Stadtgrenzen von Berlin und im Osten an die polnische Grenze, was natürlich auch die Potenziale sind. Aber nur, dass Sie wissen, es sind ungefähr, warten wir 2,2 Millionen Übernachtungen. Und wir haben eine Wertschöpfungsstudie gemacht. Also Übernachtungen sind die einzige statistisch messbare Zahl, wo es belastbare Zahlen gibt. Ansonsten wissen wir aber, dass wir ca. 1 Milliarde Umsatz aus Tourismus in der Region machen. Damit ist der Tourismus mittlerweile in einem wichtigen Wirtschafts-, aber auch Standortfaktor geworden. Das haben wir in Corona noch viel stärker gemerkt. Und wir haben sozusagen ca. 50% unserer Umsätze im touristischen Bereich sind von Übernachtungsgästen und 50% aus Ausflugsgästen und Tagesbesuchern. Das heißt, dass man hier einfach sieht, wie wichtig beide Teile sind. Und wir haben zu dem Thema Natur, wir wissen, dass unsere Gäste hauptsächlich aus Berlin und Brandenburg kommen. Am dritten Platz sind immer so zwischen Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Können wir dann immer bei Befragungen, ist mal Sachsen ein bisschen weiter vor, mal Nordrhein-Westfalen. Es liegt auch daran, an welcher Seite, also im südlichen Bereich der Reiseregion, ist es stärker der sächsische Bereich, in der Gesamtfläche dann eben auch Niedersachsen. Im Auslandsbereich sind unsere Hauptgäste polnische Gäste, Niederländer und Gäste aus
Dänemark, also aus den nördlichen Ländern. Das sind sozusagen unsere Hauptauslandsgäste, wobei ich sagen muss, dass unser Auslandsgästevolumen noch ziemlich gering ist. Da liegen wir nur bei 5,5% unserer Gesamtgäste. Also vielleicht so als kurzen Überblick. Ansonsten haben wir eine Positionierung gemacht für unsere touristischen Angebote und haben uns da komplett vorgenommen. Also wir wissen, dass die Gäste wegen der Natur und wegen des Wassers zu uns kommen, also weil die Befragung geht noch auch ein bisschen tiefer, dass alles, was auf, im und am Wasser zu tun hat, vor allem noch ein besonderer Reisegrund ist. Deshalb haben wir auch für unsere Region die Positionierung zum Thema Wasser. Also ganz stark auf Wasser fokussierend, alles, was am Wasser ist, auf dem Wasser. Sie wissen selbst, wenn man im Boot oder bei der Schifffahrt auf dem Wasser unterwegs ist, ist es ein besonderes Erlebnis. Aber genauso, wenn man eben in der Gastronomie am Wasser sitzt, als Beispiel. Natürlich sind dann aber auch, weil Sie gesagt haben, die Verbindung zwischen Kultur und Tourismus, die kulturellen Angebote, die natürlich an besonderen Orten sind, die eine besondere Geschichte brauchen. Und deshalb braucht es für uns auch immer, den Gästen eine Geschichte zu allen Dingen zu erzählen. Und solche Dinge wie der Stadtkern von Eisenhüttenstadt hat ja einen europaweit historischen Ansatz. Aber man muss es den Leuten immer erstmal erzählen. Also Sie wissen ja selbst, also wenn die Leute hier in Brandenburg, wenn man sagt, Eisenhüttenstadt ist schön, da sagt immer jemand, naja, da kannst du auch nur du noch dran glauben. Also ich glaube, dass man einfach sagen muss, man muss den Leuten einfach erklären, was ist der besondere Ansatz, ihnen die besonderen Punkte zeigen und die schönen Dinge erstmal zeigen. Und ich glaube, der Vorteil unserer Region ist auf der einen Seite, dass wir so viel Kultur in der Natur haben, also auch Kultur an besonderen Orten. Wenn ich nur an unsere Schlösser und Parks denke, an die Konzerte, die in diesen stattfinden, an die besonderen kulturellen Angebote. Denn wir wissen, wir stehen im Anspruch natürlich zu einer Großstadt wie Berlin in Konkurrenz. Wenn ich eine Oper hören will, dann gehe ich halt in die komische Oper. Und wenn ich ins Theater gehen will, kann ich auch in Berlin wie viele Theater gehen. Aber ich glaube, es macht es auch aus, dass wir besondere Inszenierungen an besonderen Orten haben. Mhm. Wenn ich ganz einfach denke, im Kloster Neuzelle als Beispiel, ein Konzert in den Innenräumen der Klosteranlage oder wir sitzen ja hier unweit von Frankfurt Oder und mein Nachbar ist aus Frankfurt Oder. Ich denke, welcher Erfolg die Konzerte im vergangenen Jahr in den Parks waren, so dass ich glaube, dass man hier noch stärker auch fokussieren muss auf das Thema Qualität und Selbstbewusstsein zu besonderen Angeboten. Und wenn ich vielleicht nochmal nachhaken darf, also vielleicht ein Punkt zur Planstadt Eisenhüttenstadt, das spielt bei uns in der Ausstellung dann natürlich eine große Rolle und überhaupt für uns als Museum. Das Museum ist nicht umsonst in Eisenhüttenstadt begründet worden, damals noch nicht als Museum, weil eben hier durch das große Flächendenkmal so ein großes Potenzial, eben auch ein historisches Potenzial oder Umgebung überhaupt da ist. Sie sagten, man muss die Geschichte erst noch erzählen. Sehen Sie da noch ein bisschen Luft nach oben, die Geschichte noch stärker auszuformulieren, damit die, oder ist es eigentlich schon damit auf den Punkt gebracht, dass man sagt, hier ist die erste sozialistische Modellstadt, man kann hier innerhalb eines Spaziergangs gesamte städtebauliche Entwicklung der DDR nachspazieren. Reicht das schon oder gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben? Luft nach oben geht immer. Haben wir immer alle und wenn, dann lassen wir uns was Neues einfallen. Ja. Ist die Luft nach oben wieder? Also die Frage ist, ich glaube, wir müssen das den Leuten erstmal bewusst machen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ja auch in der Corona-Zeit alle gemerkt, wie wichtig die Vernetzung ist zwischen einheimischer Bevölkerung und Gästen. Man kann das gar nicht mehr trennen. In vielen Bereichen wurde einfach auch festgestellt, wenn die touristischen Einrichtungen geschlossen sind, wie wenig Lebensqualität an manchen Stellen sind. Und wir haben auch gemerkt, dass sozusagen der gesamte Lebensraum, glaube ich, heutzutage nicht mehr so stark in Bereiche zu trennen ist, sondern dass sich Sachen untereinander bedingen. Und 8 oder 9 Kilometer weg ist ja hier das Kloster Neuzelle. Ja. Und wenn man zum Beispiel journalistische Anfragen hat, dann will jeder erstmal dahin und guckt sich die Klosteranlage an. Und wenn man dann mit denen unterwegs ist, mögen es schreibende Journalisten sein oder auch Blogger oder so weiter. Und man sagt, lasst uns mal in Eisenhüttenstadt anhalten. Ach, was wollen wir da? Und wenn die dann in der Stadt sind, kriegt man sie hier nicht mehr los. Also ich glaube, dass es ganz einfach erstmal auch erlebbar sein muss. Und da danke ich auch dem Tourismusverein an dieser Stelle. Vor ein paar Jahren war es immer schwer noch, also das als
wenn man hier einfach angekommen ist, die Stadt zu erleben und sich selbst zu erschließen. Mhm. Und ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen jetzt, dass man einfach auch Möglichkeiten hat, den Rundgang alleine zu machen. Da hilft das Thema Digitalisierung natürlich, aber auf der anderen Seite Beschilderung im Ort, der Rundgang, der beschrieben ist, das Museum, dass es in diesen Rundgang eingebunden ist. Und ich glaube, das macht es aus, dass wir für Gäste das erlebbar aufarbeiten und nicht nur für Gruppen, sondern dass der Gast individuell und die Gäste werden immer individueller, werden immer sozusagen individualistischer auch und wollen ihre eigenen Dinge bedient haben. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass wir den Gästen das so aufbereiten, dass sie es erleben können. Und wo können sie anreisen, wo können sie ankommen, wie kommen sie wieder weg? Immer weniger kommen ja auch mit eigenen Verkehrsmitteln. Eisenhüttenstadt ist ja mit dem Zug angebunden, sodass ich auch am Bahnhof dann weiß, wie komme ich hin, wo kann ich gehen. Also wir gehen immer davon aus, dass man sich auskennt. Und ich glaube, da haben wir in den vergangenen Jahren ziemlich viel gelernt, dass wir einfach den Gästen auch sagen können, wir haben ja digitale Leitsysteme mittlerweile, wir haben Apps, wo man sich seine Touren runterladen kann. Wir sind hier am Oder-Neiße-Radweg, wir sind vor Corona ca. 70.000 Fernreisende unterwegs gewesen, das wissen wir von Zählstellen. Und wenn wir nur die Hälfte alle ins Museum kriegen, dass die dann sagen, wenn ich an Eisenhüttenstadt vorbeigefahren bin, muss ich auch die Stadt gesehen haben. Also darauf kommt es, glaube ich, an, Gäste, die auch da sind, über das zu informieren, was man hat. Ja. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir so Einheimische zu Gastgebern machen. Mhm. Also wir Brandenburger sind ja jetzt nicht so, dass wir so nach außen tragen, wie toll es ist und wie toll wir das hier finden und wie stolz wir auf unsere Heimat sind. Das können ja andere besser. Und ich glaube, wir haben zum Beispiel auch damit angefangen zu sagen, wir machen Stadtführungen für die Einwohner hier oder in den Städten, dass sie selbst so ein Bewusstsein für ihre eigene Stadt, für ihre Heimat haben. Denn ich weiß nicht, ob so jedem so bewusst ist, welche Besonderheit. Für uns ist immer alles so normal. Ne? Wir gehen in den Wald und wir sehen alle Tiere. Und wenn man früh aufsteht und sieht die Kraniche hinterm Haus und dann kommen dann noch die Gänse an und der Bussard fliegt da drüber, das ist für uns ganz normal. Aber wenn dann Gäste da sind, manche fahren da 14 Tage in Urlaub, um zum Beispiel diese Sachen zu sehen. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass wir auch selbst so ein Bewusstsein bei unserer einheimischen Bevölkerung aufbauen. Mhm. Das ist sozusagen die Stange noch nach oben. Also wo wir sagen, nach innen müssen wir stärker auch noch agieren. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt. Sie sprachen es eben an, das Thema Mobilität. Also das offensichtlich, Sie sagten es, vielleicht können Sie es nochmal ausführen, immer weniger Menschen mit ihrem eigenen Auto unterwegs sind. Oder wie reisen die Gäste aus, sagen wir mal, Berlin an? Also wir wissen auch aus Befragungen, dass 78% der Gäste zu uns mit dem Auto kommen. Also so ist die letzte Befragung gewesen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass zum Beispiel, und ich habe ja vorhin gesagt, Berliner sind unsere Hauptzielgruppe, außer die Brandenburger selbst, dass jeder zweite Berliner nur noch ein Auto hat. Also das ist gar nicht, wir wissen auch, dass viele junge Leute in Berlin nicht mal mehr einen Führerschein machen. Und das ist natürlich für uns eine Herausforderung. Also wir auf dem Lande hat, glaube ich, jeder Haushalt mindestens eins, manchmal so viele Autos, wie es Personen gibt. Aber ich glaube, dass wir hier auch unsere Kommunikation, also man kommt ja ziemlich gut raus. Man ist ja in Berlin, wenn man in den RE1 einsteigt, ist man ja ziemlich schnell in Eisenhüttenstadt und da ist ja auch jetzt die Taktung noch besser. Also dass wir es aber immer mit kommunizieren. Wie nimm den Zug, komm dahin. Und aber dann auch unsere Gästeströme hier, wenn man ankommt, einfach so lenken und auch sagen, wenn die jetzt aus dem Zug aussteigen, und das sind zum Beispiel Berliner gewöhnt, dass die dann einfach gesagt kriegen, wo sie langlaufen müssen. Und für uns ist immer, also das ist, glaube ich, diese Denke müssen wir noch stärker, ob man in Frankfurt oder am Bahnhof ankommt, ist man ja nicht gleich direkt an der Oder. Wenn man in Neuzelle ankommt, braucht man sozusagen einen Hinweis, wie man zum Kloster kommt. Hier braucht man einen Hinweis, wie man in das historische Zentrum kommt. Also ich glaube, da sind dann einfach Dinge, wo wir einfach sagen müssen, hier müssen wir an unserer Besucherlenkung arbeiten. Ja. Und der Kommunikation. Wir müssen es immer kommunizieren. Wann fährt der Zug? Wann kommst du wieder zurück? Was musst du beachten? Und das dann vor allen Dingen auf verschiedenen Kanälen, also die Medien. Also Sie sprachen von Apps, von digitaler Information auf den Webseiten, aber eben auch vor Ort dann analog mit einem Leitsystem beispielsweise. Ja, also ich glaube, da wird ja auch in Eisenhüttenstadt auch dran gearbeitet. Ne? Also genau. Aber es ist vielleicht auch ein guter Punkt. Vielen Dank erstmal für die ersten allgemeinen Informationen. Vielleicht kurz auch an Herrn Reh zu übergeben.
zum Thema Mobilität und auch sich zurechtfinden in der Stadt. In Eisenhüttenstadt ist ja der Bahnhof im Bau. Ich habe gesehen, es gibt auch ein Dach mittlerweile, was natürlich auch sehr von Vorteil ist. Und der Bahnhofsvorplatz wird ja nochmal neu ausgerichtet, wenn ich das richtig interpretiere. Oder vielleicht könnten Sie dazu kurz etwas sagen und inwiefern auch dort eine touristische Orientierung mit geplant ist. Ja gut, also der Bahnhof Eisenhüttenstadt oder der Bahnhof Fürstenberg historisch gesehen funktionierte traditionell in Richtung Fürstenberg nach Osten zur Altstadt. Und zur neuen Stadt war der Weg immer so etwas stiefmütterlich. Es gab ja irgendwann in den 1960er Jahren Pläne, den Bahnhof zu verlegen. Da sind wir jetzt sehr weit von entfernt. Es bleibt der Bahnhof, wo er ist. Nur was wir jetzt tun, ist die Westseite auch neu zu gestalten. Die Westseite wird etwas ansprechender sein. Es wird dann auch eine sag ich mal, dynamische Fahrgastinformation geben, wo man dann aus dem Zug kommt, in welchen Bus steigen kann und umgekehrt. Also was normalerweise Standard wäre, wird uns jetzt hier sehr bald auch beglücken können. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Fortschritt, wenn man merkt, dass wenn man nach Richtung Westen aus dem Bahnhof kommt, dass da auch noch was kommt. Eine Stadt kommt. Und, Genau, also das ist ja tatsächlich in mehrerlei Hinsicht für die Stadt schon ein zentraler Ort. Zum einen für eine Stadt an sich, die Visitenkarte eines Ortes, der Bahnhof. Da passiert ja jetzt, war ja lange Zeit leider keine schöne Visitenkarte, aber es ist passiert ja gerade eine, wird ja gerade modernisiert. Auch erfreulich zu hören, dass es eben auch auf die andere Seite, also hin zur Planstadt, also eben jetzt auch eine Bahnhofssituation entstehen wird. Vorher war sie ja nur fürstenbergseitig, wie Sie auch eben sagten. Was vielleicht auch noch interessant ist, weil der Weg tatsächlich nicht die Taktung der Busse, also wenn wir jetzt auch an unsere Gäste denken, die mit dem Zug ankommen und dann ins Museum wollen, am Wochenende vor allen Dingen, ja, die ist ja nicht so sehr dicht. Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, in eine höhere Taktung zu kommen. Und oder, also das wäre eine Frage, oder eine andere eben auch, inwiefern man auch mit diesen mit Leihfahrzeugen, also in Berlin kennt das ja jeder, diesen Roller, diese Rollersituation, ich weiß nicht, ob Frankfurt oder da auch schon Roller unterwegs sind. Oder das ist schön, das macht uns auch Hoffnung für Eisenhüttenstadt, weil das wäre zum Beispiel auch eine interessante Idee, weil gerade diese 20 Minuten zu Fuß, also wenn man schnell läuft, durch leider nicht sehr, sehr, sehr schöne Straßensituationen wären sicherlich mit einem Roller sehr gut zu absolvieren. Insofern die Frage, gibt es da Ideen zu oder vielleicht auch, gab es vielleicht auch schon Anfragen, dass man solche Leihanbieter mit an Bord holt? Naja, ich sag mal vorsichtig, es gab Überlegungen, ja. Aber es scheitert natürlich ein bisschen auch an der Masse letzten Endes. Also was in Berlin oder in Großstädten problemlos funktioniert, ist hier mit ganz anderen Herausforderungen verbunden. Also so ein Rollerpark, sage ich mal, so ein Fuhrpark, muss von A nach B bewegt werden. Also wer vom Bahnhof kommt in die Stadt will damit, lässt den dort stehen natürlich. Und nachher fehlen sie am Bahnhof. Und so viele kann ich ja nicht platzieren. Und das ist sicherlich etwas, was auf eine Wirtschaftlichkeit drückt, wenn ich sowas hier aufziehe. Daran sind wir eigentlich bisher an der ersten Überlegung schon gescheitert, muss ich ehrlich so sagen. Aber klar, wir sind immer offen für neue Ideen. Wir versuchen und wir schauen. Weil die Stadt bietet sich ja auch in anderen Gesprächsrunden eben auch schon und auch bei uns in der Ausstellung. Wir haben ja so einen Raum, wo auch Gäste, die aus Berlin oder aus Sachsen oder aus einem anderen Ort in Brandenburg kommen, eingeladen sind, ihre Ideen an die Wände zu heften, was sehr, sehr fleißig getan wird, was uns sehr freut. Wir werden das auch auswerten. Dort gibt es ganz viele Aspekte, natürlich eine Stadt grün machen. Die Stadt ist jetzt schon grün, ja. Also die ist ja eine sehr grüne Stadt, kommen wir auch gleich noch mal extra drauf zu sprechen. Aber das eben auch zu übertragen auf solche Verkehrssituationen, ne? wie Leihverkehr, Leihroller. Und weil die Stadt eben ja auch nicht so massiv stark mit Autoverkehr belastet ist, also vielleicht höchstens zu zwei Stoßzeiten. Also es ist mein Eindruck, dass es nicht... Also das ist, also der Autoverkehr hält sich ja in Grenzen. Also insofern eben auch eine Menge Platz gibt dafür, sich mit dem Fahrrad oder E-Bike oder mit einem Roller zu bewegen. Also insofern gibt es dort die Ideen, die da eben auch schon mit eingebracht wurden von unseren Besuchern, die eben auf diese Situation am Bahnhof erlebt haben und diesen langen Spaziergang hinten dran. Sicherlich doch etwas, was interessant sein könnte.
Ja, so etwas, was auch in der Fortschreibung des INSEC, also des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, eine sehr große Rolle spielt, ist die Fahrradfreundlichkeit in Eisenhüttenstadt. Das Fahrrad ist nun mal ein sehr grünes Verkehrsmittel und der Weg vom Bahnhof in die Stadt führt über Holperpisten zum großen Teil. Das ist der erste große Mangel. Der zweite große Mangel ist natürlich, dass der Weg vom Bahnhof nach Eisenhüttenstadt Bestandteil ist einer Rundtour vom Oder-Neiße-Radweg. An der Oder kommend in Fürstenberg anlanden, sage ich mal, gibt es einen Rundweg durch Fürstenberg und die Planstadt. Und eines der wesentlichen Ziele muss jetzt auch sein, in den nächsten Jahren wenigstens die Hauptrouten von der Oberfläche, von der Passierbarkeit her auch so fit zu bekommen in dieser Stadt, dass das Fahrradfahren etwas komfortabler auch wird. Das wird eine Rolle spielen auf dem Bahnhof Vorplatz Westseite auch, dass Fahrradunterstellmöglichkeiten etwas qualifizierter sich darstellen werden. Also es wird überdachte und geschützte Fahrradstellmöglichkeiten geben. Etwas, was bisher am Bahnhof immer so ein Schwachpunkt war, bisher noch. Und damit ist eigentlich der zweite große Punkt schon angetippt. Und vielleicht könnten Sie dazu jetzt, also mit dem Radtourismus, ja, wir haben hier den Wassertourismus, vielleicht könnten Sie da kurz auch nochmal drauf eingehen, was der Wassertourismus für Eisenhüttenstadt konkret eine Rolle spielt und vielleicht auch der Radtourismus noch, aber vielleicht zunächst Wasserlage mit Blick auf die, und was da vor allen Dingen auch in den letzten Jahren passiert ist. Es wird ja auch gerade ausgebaut. Vielleicht könnten Sie genau zu diesen Projekten, die ja wichtig sind für die Zukunft der Stadt, eben auch Auskunft geben. Ja, das eine, was wir hier vor der Tür eigentlich fast schon sehen können, ist die Baumaßnahme. Die hängt damit zusammen, dass die Erlebbarkeit des Wassers im Stadtgebiet noch verbessert werden kann. Und das wird sie gerade augenblicklich. Es wird eine uferbegleitende Wegeverbindung zwischen diesem Hafen hier, diesem Milanshafen, wie er historisch heißt, bis zur Inselspitze an der Straße der Republik, also sozusagen der Innenstadt-Kernbereich auf der Planstadtseite, wird jetzt zugänglich gestaltet mit einer durchgehenden Uferwegeverbindung, mit Aufenthaltsbereichen, kleine Spielbereiche und auch kleine Auftaktsituationen. Also dieser Hafen ist eine Stelle, wo die Wasserstraße, das Wasser wirklich bis auf Armlänge an die Planstadt heranragt. Das ist für uns sehr, sehr vorteilhaft, weil dieser Hafen ein Gästehafen ist. Also es ist eine gelbe Welle Hafen. Gelbe Welle ist so ein Wegeleitsystem für Wassersportler. Das ist inzwischen europaweit auch etabliert. Überall, wo es eine gelbe Welle auf dem Schild zu sehen ist, heißt es, ich kann hier als Gast anlegen. Es gibt bestimmte Servicemerkmale, also Strom am Steg, Duschen, Toiletten und so weiter. Alles, was der Wassertourist eben braucht. Und diese Schnittstelle, die der Hafen hier bildet zwischen den Wassertouristen und dem Produkt Planstadt, sag ich mal, unserem touristischen Produkt, das ist uns hier sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und ja, jetzt komme ich eigentlich Ebene höher, sag ich mal. Wenn wir über Wasser sprechen in Brandenburg, ist es ein unheimlicher Vorteil, dass dieses Wasser Bestandteil eines europäischen Wasserstraßennetzes ist. Also man kann als Tourist auf dem Wasserwege aus, also von allen Weltmeeren eigentlich, aber in der Regel sind das hier aus Frankreich, Niederlande, Belgien und Westeuropa und aus Polen Wassertouristen aus allen Himmelsrichtungen die Stadt erreichen. Das ist erstmal ein sehr charmanter Gedanke und noch viel charmanter ist die Idee eigentlich, dass Wasserwege Zwangswege sind. Also alle, die auf dem Wasser unterwegs sind, können nicht ausweichen. Mhm. Also jedes Wohnmobil kann sich eine Ausweichroute nehmen, wenn es irgendwo nicht hin will, aber ein Boot nicht. Das ist für uns sehr schön, weil die Oder ein riesiger Magneten darstellt. Also alle aus Westeuropa, Holländer, Franzosen, Schweizer wollen an die Oder. Also irgendwann mal gehört haben, die Oder soll ein schöner Fluss sein, ganz viel Natur und Störche. Und das wollen sie mal sehen. Und der Weg hierher ist lang, also aus Westeuropa. Und man lernt da sehr viele Städte kennen unterwegs. Das ist immer der zweite Reiz beim Wasserwandern. Also nicht nur das Wasser selbst und die Bäume am Ufer. Nein, man hat sehr viel Natur und Kultur in Verbindung. Das ist sehr schön. Und was Eisenhüttenstadt hier ausmacht, ist eine außerordentliche Reviervielfalt. Mhm. Also die Stadt liegt am Oder-Spree-Kanal. Also das ist eine Kulturlandschaft, die wird geprägt durch solche brandenburgischen Mittelstädtchen, sowas wie Fürstenwalde oder auch Mirose und ganz viel Wald.
Also wir haben ganz viele Bootsgäste aus Niederlanden, Holland, die kennen keine Wälder zu Hause. Mhm. Also ganz normal, ne? Die leben da im Polder und wenn die mal einen Wald sehen können, sind die glücklich. Und wenn die kilometerweit, ganzen Tag mit dem Boot durch den Wald fahren können und es riecht nach Pilzen und das Reh kommt ans Wasser trinken, ist das schön für die Leute. Mhm. Und die kommen hier an, die sind tiefenentspannt. Mhm. Und dann kommt das nächste Aha-Erlebnis für die Leute, Eisenhüttenstadt, naja, verbindet man nichts mit, kennt man nicht, weil wenn sie hier ausgestiegen sind, also hier da durchs Tor spaziert sind, dann laufen die durch, hier liegt sie ja auch gerade, diesen Rundgang, Werbeblock, die Planstadt und die wollen hier nicht mehr weg, die bleiben dann länger als einen Tag in der Regel. Mhm. Und wenn die Oder dann auch noch im Sommer zu wenig Wasser hat für die großen Boote aus Niederlande, dann bleiben die eine Woche hier und fahren wieder zurück, um im Folgejahr wieder herzukommen, um die Oder zu versuchen. Also das ist für uns eigentlich eine sehr interessante Sache, diese Wasserstraßenanbindung europaweit und diese Reviervielfalt. Flussauenlandschaft an der Oder, die brandenburgische Kulturlandschaft am Oder-Spree-Kanal, wunderbar. Mhm. Die Reiseentfernung nach Berlin ist ideal, also es ist eine Tagesfahrt. Wir haben sehr viele Berliner Gäste auch hier auch inzwischen. Und perfekt, kann man sich gar nicht besser wünschen eigentlich. Aber wir sind zu unbekannt mit diesen Vorzügen. Aha. Das ist, naja, das ist ja, Eisenhüttenstadt ist ja zwar in den letzten Jahren etwas bekannter geworden, aber es ist noch nicht das per se Ausflugsziel, wo ich nur hin will und nichts anderes mehr sehen möchte. Also das ist mal so ein bisschen Beifang für die Leute. Und das hat uns dann auch in Eisenhüttenstadt dazu verleitet, uns Gedanken zu machen, wie wir hier am Wasser das Ganze zu einem Produkt formen können. Und für den Wassertouristen ist es immer schön, wenn er einen Rundweg fahren kann. Das ist für den, der ein Boot mietet, interessant. Der fährt keinen Weg zweimal. Und es gibt eine Rundfahrt, besteht aus dem Oder-Spree-Kanal, der Oder, dem Oder-Havel-Kanal, der Havel. Und die beinhaltet dann Berlin, den großen Wassermagneten, sag ich mal. Mhm. Die brandenburgischen Kleinstädte im Wald gelegen, also Fürstenwalde, Mülrose. Sowas wie Eisenhüttenstadt, der totale Exot auf dieser Runde. Mhm. Und auch noch Technikgeschichte dazu. Auf der Runde erlebe ich oder ich fahre durch das wunderschöne Schiffshebelwerk in Niederfino, was in Europa dann doch relativ bekannt ist schon. Und ich erlebe die Flussauenlandschaft an der Oder. Und die Oder ist dann auch noch ganz besonders dabei ein grenzüberschreitendes Revier. Mhm. Und ab Eisenhüttenstadt oder knapp 10 Kilometer stromauf, ist die Oder ja rein polnisch, aber ab Eisenhüttenstadt ist ein Grenzfluss. Und das Schöne ist, dieser Grenzfluss ist durch recht wenig Städte geprägt. Und die wenigen Städte, die ich habe, die sind genau in der richtigen Entfernung für so einen Tageshalt. Mhm. Und wenn ich eine Stadt habe wie Frankfurt zum Beispiel noch, Frankfurt oder Subice, mhm. Da kann ich das endlich tun, was ich sonst an der Grenze oder kaum machen kann. Ich kann mir beide Seiten angucken. Mhm. Das geht in Eisenhüttenstadt nicht. Ich kann nur auf einer Seite anlegen an der Oder. Das ist leider so. Aber in Frankfurt kann ich das wirklich zelebrieren, diesen grenzüberschreitenden Charakter. Und der Urlaub an der Oder, auf der Oder, ob ich jetzt stromab oder stromauf fahre, ist ein Auslandsurlaub. Mhm. Also wenn ich dann anlege in Subice oder ich fahre stromauf, wie gesagt, ab 10 Kilometer aufwärts ist rein polnisch der Fluss. Es kommen noch viele schöne Häfen dort. Da habe ich anderes Geld, andere Sprache, anderes Essen, andere Mentalität und bin gar nicht weit weg aus Deutschland. Mhm. Aber auf dem Boot da ticken die Uhren langsamer. Ich bin viel, viel länger unterwegs und dann ist das ein richtiger kleiner Auslandsurlaub. Mhm. Ja, also, und all das zusammen haben wir hier in Eisenhüttenstadt auf einem ziemlich engen Raum. Und das macht es, finde ich, wahnsinnig interessant. Auf jeden Fall. Überhaupt der Gedanke, dass im Grunde diese Wasserwege oder überhaupt der Wassertourismus eigentlich ein sehr europäischer ist, ist nochmal sehr interessant von Ihnen dargelegt worden. Und vielleicht bevor wir dann gleich wegen dem Europäischen auch noch zu Frankfurt-Oder kommen, aber wir sind ja an der Oder. Sie hatten mir auch im Vornherein ein Projekt kurz vorgestellt, was eben genau diesen europäischen Charakter, diesen deutsch-polnischen Charakter auch nochmal ausmacht. Ich glaube, ein Interreg-Projekt, was es war. Ja, das nannte sich Oder 2014, Oder für Touristen 2014. Das ist jetzt schon 8 Jahre her, ja, tatsächlich. Also 2014 sollte eigentlich symbolisieren, dass es nicht in 2013 endet. So lange arbeiten wir schon. Wir haben 2012, 2013 sehr intensiv gearbeitet am Projekt. Und das war eigentlich ein PR-Projekt für den Fluss. Mhm. Darum sollte es ursprünglich gehen. Weil in den vorherigen Jahren sind einige Sportboothäfen entstanden, sehr viele auf polnischer Seite. Hier in Eisenhüttenstadt ist das Bollwerk hergerichtet worden, in Fürstenberg.
im Ortsteil. Und all das war zwar sehr schön, aber es hatte zu wenig Nutzer. Und um das einfach ein bisschen bekannter werden zu lassen und Leuten auch die Angst vor der Oder zu nehmen, also als Fahrrevier, ist ein Auto eben ein bisschen anspruchsvoller. Da ist eben dieses grenzüberschreitende Interreg-Projekt entstanden. Und da es sind Bildbände entstanden, die die Natur einfangen entlang dieses Flusses von Glogau, also der Partnerstadt Eiseninnenstadt im Übrigen auch, bis nach Kostchen, also Köstrin, Kiez sozusagen. Das waren die Projektteilnehmerstädte und da ist der Fluss porträtiert worden, er ist beschrieben worden und es sind die Häfen entlang dieses Flusses hergerichtet worden. Dazu wurden Fahrgastschiffe gebaut. Eins davon fährt inzwischen auch noch auf der polnischen Seite. Aber im Wesentlichen ging es darum, erstmal den Fluss wirklich in die Köpfe zu bekommen. Aber auf beiden Seiten, sowohl auf polnischer Seite als auch auf deutscher Seite. Ah, ja. Sehr spannend. Also hier auch auf jeden Fall ein europäischer Gedanke, der hier... Ein Ergebnis war übrigens auch die Marina Winterhafen in Frankfurt. Das habe ich jetzt fast unterschlagen, aber... Ja. Die gehört dazu. Nach Frankfurt. Ja, ich wollte gerade sagen, das würde ich vielleicht auch gerne nutzen und an Herrn Bollmann das Wort übergeben zum Thema, vielleicht bleiben wir erst beim großen Strom, an der Oder. Inwiefern spielt denn der Wassertourismus überhaupt die Oder in den Tourismuskonzepten von Frankfurt-Oder eine Rolle? Es spielt eine Rolle, weil Frankfurt, klar, liegt an der Oder. Aber es ist nicht die Kernbotschaft von Frankfurt als Tourismusstandort. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Wir hatten vor ungefähr 10 Jahren einen längeren Diskussionsprozess in Frankfurt, wo wir uns die Frage gestellt haben, was wollen wir als Standort sein? Wie will sich das Stadtmarketing ausrichten? Was sollen die touristischen Angebote? Womit wollen wir Leute anziehen? Das war so von 2010 bis 2012, 2013. Und da waren all die Fragen, die wir jetzt heute auch schon angesprochen haben, spielten eine Rolle. Was sind die Zielgruppen? Was macht uns aus? Was unterscheidet uns von anderen? Was können wir den Leuten anbieten? Wie können wir all diese verschiedenen Sachen miteinander verbinden? Also Natur und Kultur und die Grenzlage. Und auch die verschiedenen Stadtmarketing-Aspekte, also was Frankfurt sein wollte und war, spielten da eine Rolle. Sind wir Kleiststadt, sind wir Sportstadt, sind wir Universitätsstadt oder sind wir eben eine Doppelstadt, eine europäische Destination? Und am Ende dieses zweijährigen Prozesses haben wir uns dann letztlich dafür entschieden zu sagen, wir setzen auf die Karte, die uns doch am stärksten von anderen 60.000 Einwohnerstädten unterscheidet. Also auch andere haben schöne Natur, auch andere haben Flüsse, auch andere haben Kultur. Aber dieser Ort an der deutsch-polnischen Grenze, natürlich in der Nähe von Berlin und in der Region, in der attraktiven Region, das wollen wir stärker in den Mittelpunkt stellen. Und daraus ist dann die Entscheidung gewachsen, entstanden, beschlossen worden, dass wir uns europäische Doppelstadt nennen und diese Zusammenarbeit mit Subice in den Mittelpunkt rücken. Frankfurt-Oder ohne Grenzen bis Granitz heißt seither die Marke. Sie sehen das ja auch hier bei mir auf dem Hemd. Und die Idee, dass alles andere, was man touristisch damit verbinden kann, was auch nahe liegt bei Frankfurt, dass wenn wir das mit etwas verknüpfen, was uns von anderen stärker unterscheidet, als wenn wir jetzt sagen würden, wir sind die Oderstadt oder die Kulturstadt oder Sportstadt, dass das Image so gestärkt wird, dass die Leute aufmerksam werden auf diese Stadt. Und je nach ihren Interessen, ob sie mehr Natur und Natur wollen oder mehr Kultur oder mehr anderes, das dann bekommen, aber erstmal überhaupt angelockt werden, neugierig gemacht werden auf etwas. Deswegen spielt die Oder da natürlich eine Rolle, aber eben nicht die Hauptrolle. Und ich denke, war auch eine ganz gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Das ist übrigens nochmal ein interessanter Aspekt, den Sie natürlich, wenn es darum geht, wer wollen wir sein als Stadt, beziehungsweise wenn man es eben
im Rahmen von Tourismus denkt, wo man, ne, vorhin kam schon das ist der Begriff Produkt, das sind natürlich alles Begrifflichkeiten, die eigentlich aus einem Wirtschaftsmarketing kommen, aber die man natürlich im Blick haben muss, wenn man über Tourismus spricht. Man analysiert seine Zielgruppen, man muss seinen Unique Selling Point, also sein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Und es ist sehr interessant, dass Sie es ansprechen, dass Sie sind nicht die einzige Stadt an der Oder, Sie sind nicht die einzige Stadt, die einen starken Sportcharakter hat, die ein starkes kulturelles Angebot hat und eine wunderbare Universität hat, sondern eben dieser Doppelstadtcharakter. Ist vielleicht auch nochmal interessant zum Thema Eisenhüttenstadt, in dem wir hier sind, inwiefern das nämlich auch nochmal eine Frage ist, der wunderbare Naturraum, von dem wir umgeben sind, der die Stadt durchkreuzt mit diesen wunderbaren Projekten, ist das eine. Und zum anderen, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt? Also wenn man es genau so marketingtechnisch ausdrückt, dann ist es, denke ich, schon auch die Planstadt, ne? Also die erste sozialistische Modellstadt auf deutschem Boden. So war der Claim damals, als die Stadt errichtet wurde. Den muss man ja in diesem Wortlaut nicht wiederholen, aber es ist natürlich architektonisch eine einzigartige Situation, die man hier vorfindet. Da vielleicht auch nochmal die Frage, es wurde schon angesprochen, man hat die Möglichkeit, es gibt verschiedene, ob jetzt digital oder analog, Möglichkeiten, sich durch die Stadt, durch die Planstadt zu bewegen. Aber inwiefern es noch andere Punkte gibt, dieses Alleinstellungsmerkmal noch stärker herauszuarbeiten, Planstadt, oder schon Maßnahmen gibt. Also ich weiß, es gibt ein Schild an der Autobahn mittlerweile, wo auf die Planstadt hingewiesen wird. Aber gibt es noch andere Ideen, vielleicht auch an die Touristiker aus Eisenhüttenstadt, das auch noch weiter präsent zu machen oder herauszuheben aus eben dem anderen, also aus der Natur beispielsweise? Ja, also das, was bisher kreiert wurde, also dieser Begriff Planstadt an der Autobahn signalisiert es ja, ist der Markenkern. Also Eisenhüttenstadt ist nun mal die Idealstadt, die vom Reißbrett entstandene Idealstadt der 50er Jahre. Das ist Kernprodukt sozusagen. Wir merken, dass wenn wir das auch erzählen, diese Geschichte erzählen, eine Stadtführung, dass das Interesse unheimlich groß ist. Mhm. Es wird immer größer. Also das Angebot qualifiziert sich mit der Nachfrage. Also wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir auch ein Bronze-Tastmodell in der Innenstadt aufgestellt, nochmal, wo man wirklich auch eingenordet sozusagen sich seine Umgebung ertasten kann. Das ist einer der kleinen Bausteine, die dieses Bild, dieses Produkt abrunden am Ende. Ja, und die Zielgruppenansprache, das ist ja das, woran wir uns eigentlich jeden Tag üben. Und wenn wir hier im Hafen sind, die Zielgruppenansprache sind die uns auf dem Wasser erreichen, die Besucher, ganz klar. Und die hier abzuholen, in unsere Geschichte hier, da wo sie ankommen, gleich nahe zu bringen, das ist konkret hier unsere Aufgabe. Ja, aber für mehr, ich sehe gerade, Tourismusverein ist im Raum. Was wir jetzt in Zukunft noch so geplant haben, vorhaben, wir haben immer öfter mal Studenten, die in die Stadt kommen. Letztens erst auch wieder zwei junge Frauen aus der Universität in Aachen, die sich Eisenhüttenstadt als Masterarbeit architektonisch ausgesucht haben, die auch ganz begeistert waren. Das hat dann uns auch die Überlegung geweckt, verschiedene Studienhäuser deutschlandweit anzuschreiben. Architekturspezifisch, nur dass da auch halt Studenten vielleicht aufmerksam werden aus Eisenhüttenstadt. Wir erleben es auch bei den Stadtführungen voriges Jahr im Sommer sehr stark, dass wirklich viele Touristen aus den alten Bundesländern kommen, die ein reges Interesse an Eisenhüttenstadt haben. Das ist so, wie Frau Russig gesagt hat, ein großer Teil kommt aus Berlin. Mhm. Aber ich muss sagen, es nimmt auch wirklich zu, dass aus den alten Bundesländern, die durch oder auf unsere Stadt aufmerksam werden. Und deswegen wollen wir das wirklich sehr gerne auch mit den Studenten aufgreifen, Häuser anzuschreiben, Studenten, Universitäten aufmerksam zu machen, was Eisenhüttenstadt da auch in den Fokus rät, weil das Gespräch mit den beiden Aachener Studentinnen war wirklich sehr, sehr interessant. Und die waren letztendlich dann so begeistert von der Planstadt, ne, von ihrer Masterarbeit und wollten uns dann eigentlich auch Bescheid geben, inwieweit es dann bei gut angekommen ist.
Ah ja, das ist ein sehr, vielen Dank für die Information, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich weiß vom Bereich Stadtentwicklung, Stadtumbau, dass es dort auch schon eine lange Liste an Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und anderen Seminarprojekten gibt. Also wirklich aus den letzten 30 Jahren, es reißt auch nicht ab, dieses Interesse. Und wir erleben das ja auch, wir arbeiten ja auch mit vielen Universitäten zusammen. Bauhaus-Universität Weimar, BTU Cottbus selbstverständlich, haben auch wieder in diesem Jahr wieder ein Angebot zum Thema Planstadt Eisenhüttenstadt oder auch bei uns die Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Also man erkennt, es ist wirklich ganz wunderbar, dass mit jeder neuen Generation, also dieses Interesse wieder neu da ist, sich mit dieser Architektur oder auch mit den Prozessen in dieser Transformation und was passiert mit der Architektur und mit der Stadt dabei auseinanderzusetzen. Also das ist sehr spannend. Ich finde es einen sehr interessanten Ansatz. Im Grunde sämtliche Universitäten, ob Ost, ob West, die einen Städtebau- oder Architekturschwerpunkt haben, diese anzuschreiben. Das wird sehr interessant. Sollten wir dann wahrscheinlich einen Ansprechpartner dann irgendwann bilden oder vielleicht ein ganzes Haus bauen, dann genau für diese Studierendenprojekte. Auch, das wäre für uns auch bei uns auch toll untergebracht, um dann eben auch mit diesen Gruppen arbeiten zu können. Bleiben ja auch mehrere Wochen zum Beispiel, also wenn sie jetzt nicht einzeln arbeiten. Also ein sehr spannender Aspekt, der natürlich sehr stark auch in die Zukunft weist, weil wir die jungen Menschen ansprechen. Finde ich ja. Ist das auch ein Ansatz zu diesem, also ist ja gerade so Workation, ne? Also dass man einfach sagt, man findet vielleicht ist es ein Ansatz, mal mit der Wohnungsgenossenschaft oder auch mit Hotelbetrieben hier im Ort zu sagen, außerhalb der Hauptsaison zum Beispiel Apartments anzubieten, dass man einfach sagt, ich arbeite hier, ich erschließe mir die Stadt und damit einfach auch neue Ideen, auch, man nimmt ja auch Ideen, wenn Leute hierher kommen, kommen ja auch neue Ideen mit und neue Ansätze und man macht es dann halt bekannter. Vielleicht ist das auch so ein Ansatz, der auch zu der Stadt passt, weil sie ist ja jung, sie ist ja modern und dass man einfach diesen modernen Ansatz einfach auch als besonderen touristischen Ansatz in die Stadt trägt. Ja, da haben wir zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen schon gemacht mit der Gebäudewirtschaft oder eben auch mit der EWG, die uns eben auch für auch sehr entgegenkommen. Also wenn dann Studierendengruppen mit uns arbeiten oder bei uns arbeiten, eben auch gut untergebracht werden können. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Und die Stadt hat ja Platz. Sie schrumpft ja leider weiter und insofern werden auch weiterhin Wohnungen leer. Aber diese eben auch zu nutzen für eben junge Menschen und hier zu studieren oder auch etwas neu entwickeln zu können, das ist natürlich ganz wunderbar. Vielleicht zurück zur Studentenstadt, zur Universitätsstadt, zur Doppelstadt Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder macht sich ja auf den Weg oder ist schon lange auf dem Weg eigentlich oder seit einem Jahr unterwegs. Ne? Um die Bewerbung oder um sich zu bewerben für dieses große Projekt Zukunftszentrum Europäische Transformation und deutsche Einheit. Das ist ja ein Arbeitstitel, haben wir gelernt. Ne? Ja. Das kann man wahrscheinlich dann irgendwann auch mal abkürzen. Aber in den Unterlagen hatte ich es dann auch noch mal als Arbeitstitel gefunden. Das dachte ich mir, das ist ganz gut, dass dann derjenige oder die Stadt, die es dann bekommt, dann da auch noch mal etwas dran schrauben kann. Ja, und vielleicht könnten Sie, Eisenhüttenstadt unterstützt ja genau diese Bewerbung. Auch wir als Museum sind mit dabei, sind Brückenbauer für diese Bewerbung. Wir drücken sehr die Daumen und bringen uns auch anders noch ein, damit das gelingt, dass Frankfurt oder dieses große Bundesvorhaben, so kann man es ja nennen, bekommt. Also wir sprechen ja auch von einem Investitionsvolumen von über 200 Millionen Euro, die dann eben in diese Stadt und in diese Region, aber vor allen Dingen in eine Stadt fließen soll. Und vielleicht könnten Sie kurz ausführen, es gibt ja verschiedene Dinge, die die Stadt mitbringen muss, einen solchen Zuschlag zu bekommen. Und der Tourismus spielt dort direkt und indirekt auch eine gewisse Rolle. Vielleicht könnten Sie das ganz kurz beleuchten. Ja, vielleicht sage ich noch mal ein bisschen was zu diesem Zukunftszentrum. Also Sie haben die Investitionssumme genannt. Der Anspruch der Bundesregierung ist, dass das ein so attraktiver Ort ist, ein so attraktives Angebot, dass bis zu 1 Million Gäste jedes Jahr dorthin kommen. In dem Konzept, glaube ich, heißt es, dass es das Ziel ist, dass jeder Schüler, jede Schülerin in Europa einmal dieses Zukunftszentrum besucht haben soll. Mhm. Damit ist es eine Riesenchance für Frankfurt-Oder und für die ganze Region.
Sie haben die Kriterien angesprochen, die man erfüllen muss für dieses Zentrum. Also gesucht wird ein Standort in den ostdeutschen Bundesländern, außer Berlin. Berlin ist von vornherein da rausgenommen. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht da mit Berlin konkurrieren müssen. Und es geht wohl auch in die Richtung, dass nicht, steht noch nicht völlig fest, die Bundesregierung will einen Beschluss fassen, Anfang Mai dazu, wo dann die Kriterien letztlich festgelegt werden. Aber es könnte in die Richtung gehen, dass es eben keine Landeshauptstadt sein soll. Und auch keine andere sehr große Stadt. Das würde schon einige Bewerber ausschließen. Ja, also zumindest ursprünglich war das mal von vornherein schon so gedacht. Jetzt war das so ein bisschen offen. Wir wissen nicht genau, wie das dann nachher aussehen wird. Aber und da sind wir bei einem Kriterium, es soll eben auch einen Impuls, einen Stadtentwicklungsimpuls geben können. Und der ist in einer Stadt wie Leipzig geringer, weil Leipzig schon sehr stark aufgestellt ist, als in einer Stadt wie Frankfurt-Oder. Das ist ein Kriterium. Anderes Kriterium ist, es muss eine Universität haben, die zu dem Thema Transformation, europäische Transformationsprozesse passt. Oder zumindest eine sehr, sehr enge Anbindung an der Universität. Und da sind wir mit der Viadrina sehr gut aufgestellt. Aber es muss natürlich auch Kapazitäten haben für ein Rundherum-Angebot, um eben diese 1 Million Menschen über den Besuch dieses Zentrums auch noch was anzubieten. Mhm. Und da denken wir, dass dieses Zentrum erstmal zu der Geschichte, die Frankfurt-Oder zusammen mit Zubize erzählen kann, ganz gut passt zu den Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Aber auch Eisenhüttenstadt, die Planstadt, passt zu dieser Veränderungsgeschichte mit europäischem Charakter auch sehr gut. Und dass die Leute dann auch noch ein bisschen Erholung in der Natur möchten, die dann hier hinkommen aus ganz Europa, nicht nur im Museum sein wollen, in diesem Zukunftszentrum, das ist, denke ich, auch klar. Und da ist dann eine Chance. 100 Millionen Gäste, das... 1 Million. Ach, 1 Million. 100 schaffen wir dann auch. Ich hoffe nicht, dass ich 100 gesagt habe. Nein, ich habe es vielleicht gedacht. 1 Million Gäste. Wir haben von Frau Russisch erfahren, Brandenburg in Gänze, nein, Seenland oder Spree, hat 2 Millionen pro Jahr. Nee, nur Übernachtungsgäste. Wir haben ja noch Tagesgäste, also da sind wir dann insgesamt schon bei 20, 21 Millionen derzeit. Pro Jahr, die allein im Märkisch-Oderland, in Frankfurt-Oder und im Landkreis Oder-Spree unterwegs sind. Wie kriegt man denn das hin, wenn da jetzt, sagen wir mal, 1 Million on top kommen würden? Bekommt man das bewältigt? Oder was heißt bewältigt? Also zunächst ist es ist ja nicht zunächst, sondern in erster Linie wäre es ja eine Riesenchance auch nochmal für die touristischen Strukturen, die schon da sind. Und vermutlich auch, um auch noch weitere Strukturen aufzubauen. Wie schätzen Sie, wie würden Sie so einen Impuls einschätzen, wenn man jetzt sich so imaginiert, da kommt noch 1 Million dazu aus Gesamteuropa? Also wir haben ja an verschiedenen Stellen, das hat ja Frau Herr Reh vorhin schon gesagt, zum Beispiel beim Fahrradverleih oder bei der Verleihstation oder wenn man daran denkt, in Berlin ist ganz selbstverständlich, dass man Autos im Carsharing hat, was ja hier bei uns immer an der Masse sozusagen scheitert. Und ich glaube, wir wissen von einer Tourismusakzeptanzstudie, die wir gemacht haben, dass die Bürger und Einheimische alle davon überzeugt sind, dass wir mehr Gäste vertragen und mehr Gäste haben können. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass die einheimische Bevölkerung sowas mitträgt. Also die haben wir jetzt gemacht und sind sehr positiv darüber überrascht, dass man so offen ist für das Thema Tourismus. Ich denke, dass an ganz vielen Stellen es gut verträglich wäre, wenn wir eine höhere Frequenz haben, weil erst dann rechnen sich Investitionen in Hotels, in Gastronomieeinrichtungen. Denn wir haben ja oft den Fall, dass wir gerade mit schwindenden Einwohnerzahlen zum Beispiel, wie hier vor Ort, dann in der Gastronomie Schwierigkeiten haben, dass es sich für den Unternehmer rechnet. Und jeder, der Gastronomie und Hotellerie betreibt, braucht eine gewisse Grundmasse und eine gewisse Umsatzstärke, um agieren zu können. Und ich glaube, dass ein solches Zukunftszentrum und die dazu damit verbundenen Erwartungen an Gäste und auch die Gäste, die dann kommen, natürlich auch zu Investitionen beitragen würden, die dann im Besonderen im Bereich auch Tagungen, Kongresse, Geschäftsreisende und so weiter natürlich Auswirkungen haben würden. Und das würde dem Tourismusstandort natürlich sehr gut tun.
Ja. Und wie sieht dann die derzeitige Struktur aus an Übernachtung, an Gastronomie? Sie sprachen es ja vorhin auch an, dass ja auch Corona da auch ganz stark nochmal mit reingeschlagen hat. Also es ist ja auch nicht eine ganz einfache Situation. Aber würde ein solch starkes Anwachsen an Gästen, könnte die Region sozusagen bewältigen? Also Frankfurt oder vielleicht zum einen die Frage an Sie in erster Linie, könnte Frankfurt oder das alleine bewältigen oder man müsste vermutlich schon in die Region mit ausweichen? Diese Millionen mal umrechnen in Tagesmengen, dann sind das so gut 2.500, ja, die dann jeden Tag kommen. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, wie viele Übernachtungsplätze Frankfurt-Oder hat, aber Subica hat ungefähr 1.000. Mhm. Frankfurt-Oder würde ich mal schätzen, die Hälfte. Subica hat mehr? Ja. Ach, sehr interessant. Mhm. Sodass auch diese 1.500 natürlich für die 2.500, wenn sie denn kommen, jeden Tag nicht ausreichen. Aber dafür haben wir ja die Region. Ja. Dafür ist ja auch Berlin nah. Also denke ich, viele werden dann auch in Berlin übernachten und dann von Berlin daneben hinkommen. Aber die ganze Region, denke ich, die brauchen wir damit dabei auch dann. Ja, das klingt sehr spannend. Also die größte Herausforderung sehe ich, das muss man jetzt mitdenken und das müssen wir gemeinsam, glaube ich, ins Land Brandenburg tragen, dass wir bei Verkehrsströmen, also weil wir liegen an der meistbefahrenen Personenstrecke, nämlich am RE1, das ist der meistbefahrene oder meistgenutzte Zug in Brandenburg. Mhm. Wir wissen, dass am Anfang dieser Strecke eine Rieseninvestition ist, wo man mit 40.000 Arbeitsplätzen rechnet, nämlich Tesla. Mhm. Wir wissen, dass die Region insgesamt, die A12, die Autobahn mit den höchsten Mauteinnahmen ist, mhm, in ganz Deutschland, also damit auch die meistbefahrene Autobahn, die ist aber nach wie vor zweispurig. Mhm. Und da gibt es bis jetzt auch überhaupt keine Planung. Ich glaube, das sind einfach auch Herausforderungen für die Region. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht sehen im touristischen Angebot, also Hotellerie, Gastronomie. Mhm. Da, denke ich, tut sich gleich etwas. Aber die größte Herausforderung, und das muss man einfach auch in Brandenburg kommunizieren, und da müssen wir hier als Region, ich glaube, gemeinsam etwas lauter werden, dass man einfach auch die Anbindung hier insbesondere in den Osten, also wir haben es ja, wir wissen es beim BER, der ist auf unserer Seite, aber es gibt keine Zugverbindung, keine Anbindung direkt. Ja. Die hat man einfach nicht umgesetzt, also Zeit, das umzusetzen war ja durch den, dass die Bauzeit war ja etwas verlängert, sodass man auch hätte sozusagen in den öffentlichen Personennahverkehr in Planung gehen können. Also das sind einfach Fragen, wo ich glaube, da müssen wir als Region auch noch mit anderen Zweigen, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, also der Kulturbereich, der Tourismusbereich, die wirtschaftlichen Dinge in anderen Fragen. Wir wissen, wie lange es schon dauert, die Schleuse in Fürstenwalde auszubauen, wo es eben als auch um andere Transportwege geht. Also ich glaube, hier muss es uns gemeinsam gelingen, die Verkehrsanbindung. Also, weil das ist dann vielleicht auch oft so ein Entscheidungskriterium. Mhm. Und dann sind wir aus meiner Perspektive im östlichen Bereich da etwas benachteiligt. Mhm. Und da kann dieses Zukunftszentrum dann ein entscheidender Faktor sein. Es sind nicht nur diese 1 Million Menschen, was im Vergleich zu den 2,2 Millionen Übernachtungen all den Tagestouristen gar nicht so viel dann mehr ist, aber es ist vor allen Dingen der Imagegewinn. Also wenn wir wirklich wenn wir dieses europäische Zentrum für Transformation Deutscher Einheit hier bei uns in der Region haben und in ganz Europa uns damit positionieren, dann ist der Druck, denke ich, auch noch höher in all den Bereichen, in Verkehrsanbindungen, Infrastruktur, dann auch noch eine Schippe draufzulegen. Weil wir können uns das dann einfach nicht leisten. Mit so einem Aushängeschild, mit einem europaweiten Aushängeschild, dann irgendwelche Verkehrsprobleme zu haben. Und dann kommen die Leute hier hin und dann stehen sie auf der A12 und dann stehen sie da. Ne? Ja. Das darf dann nicht mehr passieren. Ne? Ja. Dann kommt der Flughafen. Nein, den wollen wir nicht. Nein, der ist ja schon da, genau. Wie sieht es eigentlich aus auf der anderen Seite mit den polnischen Touristikern? Also gerade wenn, ne, man schaut ja, also ich zumindest, wenn man guckt, Seeland oder Spree und Frankfurt oder Słubice. Aber interessant ist ja auch, inwiefern die polnischen Touristiker auf der gegenüberliegenden Seite eben dort auch mit eingebunden werden können. Man muss ja nicht nur über Berlin anreisen, gegebenenfalls auch über Polen kommen, weiß ich nicht. Gibt es da Überlegungen schon in die Richtung oder gibt es zum Beispiel Partnerschaften, Netzwerke spielen ja nochmal eine Rolle, die Sie beispielsweise auch mit polnischen Touristikern haben auf der anderen Seite?
Also die größten Partnerschaften hat, glaube ich, die Stadt Frankfurt-Oder, weil die betreiben es ja als Doppelstadt, also gemeinsam. Wir haben, also in Polen gibt es eine andere Struktur, also das ist ja alles sehr gemein, also ist ja gemeindebasiert, sodass man immer auf der Gemeindeebene erstmal ist. Wir haben derzeit ein großes Projekt, das heißt Odra Velo, das geht um Radwege, um Fahrradwege, um Vernetzung der Fahrradwege. Da sind wir im engen Kontakt, auch als Projektpartner dann sowieso mit der Wojewodschaft Lubuskie. Und jetzt denkt man ja über Folgeprojekte auch in Frankfurt-Oder und so weiter nach, dass man einfach diesen Gedanken gemeinsam, also immer stärker gemeinsam zu agieren, kommt ja auch eine neue Brücke dazu mit Neurüdnitz. Also das ist ja immer, weil Herr Reh vorhin sagte, in Frankfurt-Oder ist es, hat man eine Brücke, in Küstrin hat man eine Brücke, in Guben hat man eine Brücke. Und ich glaube, da, wo Brücken sind, hat man auch noch viel engere Verbindungen. Denn in gewissen Abschnitten, wenn ich hier an Eisenhüttenstadt denke, ist es ja sozusagen auch der trennende Fluss zwischen, zwischen Deutschland und Polen. Ne? Also es war die Grenze, aber man hat einfach keine Möglichkeit, es dann gemeinsam zu nutzen. Und hier ist es, glaube ich, dran, dass man einfach auch gemeinsame Angebote und so eine gemeinsame Identität schafft. Und mit so einem Zukunftszentrum kommen natürlich auf die Tourismusregion noch andere Herausforderungen. Ne? Also da muss man gucken, wie werden wir internationaler. Ganz selbstverständlich bei 5% ausländischen Gästen ist das mit der Internationalität. Was ist, wie gehen wir mit Sprachen um? Wie gehen wir mit anderen Kulturen um? Wir haben gerade derzeit einen riesen Fachkräftemangel. Gerade in unserer Branche, in Corona-Zeiten sind mehr als 20% aus der Branche im Bereich Service und sind aus der Branche in andere Branchen gewechselt. Also ich glaube, da muss man sich schon gemeinsam mit ganz vielen Partnern Modelle überlegen, wie kriegt man es umgesetzt. Aber ich glaube, das ist auch dann die Herausforderung, weil dann hat man neue Herausforderungen. Es macht Spaß, Dinge wieder zu entwickeln. Wir kommen auf eine andere Stufe dessen, was wir tun. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, nicht nur für die Stadt Frankfurt oder, sondern, glaube ich, für die Gesamtregion. Oder ich weiß es, dass das für die Gesamtregion ist, weil aus europäischem Kontext wird man das auch gar nicht als, wird man es einfach als Region wahrnehmen, ne? Und nicht als einzelnen Bestandteil. Ja. Interessanter Aspekt auf jeden Fall, da kommt dann wirklich viel auf uns zu, was wir natürlich alle sehr begrüßen würden. Und es sind eigentlich auch sehr, sehr spannende Aspekte im Zuge des Gesprächs ja aufgeworfen worden, ob wir über die Wasserstraßen sprechen, die im Grunde Europa schon miteinander verbinden und auch Polen und Deutschland schon miteinander verbinden. Oder eben auch die Radwege, die direkt an der Oder entlang, also an der Grenze, aber eben die auch zu überqueren ist, in die jeweils andere Richtung unterwegs sind oder eben auch bei der Herausstellung von besonderen kulturellen Highlights in den jeweiligen Städten. Ja, vielleicht so viel erstmal von mir, von den Fragen. Haben Sie vielleicht noch bestimmte Aspekte, die Sie fragen wollen oder die Sie vielleicht auch noch mal mit einbringen möchten, die Sie hier heute zu Gast sind? Erstmal nicht. Und Sie vielleicht noch mal untereinander etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt bislang oder heute jetzt bislang im Gespräch noch nicht erwähnt worden. Es geht, okay. Das heißt, dann können wir jetzt noch, wenn es nicht anfängt zu regnen, uns direkt in den Hafen begeben oder in den Sonntag, in die schöne Landschaft Eisenhüttenstadts, Frankfurts und oder Sprich. Ja, und würde mich dann an der Stelle ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie da waren und dass wir zumindest einige kleine Aspekte zum Thema Tourismus und der Zukunft des Tourismus vor allen Dingen und der jeweiligen Städte Frankfurt oder und Eisenhüttenstadt haben, gemeinsam anreisen können. Vielen Dank. Sehr gerne. Darf ich jetzt auch noch mal sagen? So, jetzt ist die Gangstätte offen heute.